manchmal ist er noch... Hallo. Ich freue mich. Stimmung ist am Höhepunkt. Ja, wisst ihr, ich stehe total auf Schlager. Also so, jetzt nicht das Neumodische da, Helene Berg und Andrea Fischer. Ich stehe mehr so auf die Schlager der 70er Jahre. Und da war ich ja noch jung. Das war meine Kindheit. Ja. Ich hatte eine sehr schwierige Kindheit. Also ich musste zum Beispiel mit meinem Bruder in einem Bett schlafen, bis er geheiratet hat. Ja. Und dann waren wir zu dritt. Ich freue mich. Ich sage immer, ich freue mich. Es sind also Entertainer und Liedermacher, die auf der Bühne rumspringen und Hurra und Tralala und Hopsasa. Das mache ich nicht. Ich sag, ich freue mich und dann wisst ihr, aha, der freut sich. Ja, genau. Also nochmal zurück zum Schlager. Das war ja, ist ja lange her. Das war in der Zeit, als die Gummistiefel noch aus Holz waren. Ne? Wo im Sixpack noch 7 Flaschen drin waren. Zu der Zeit. Klasse, oder? Das waren richtig schöne Zeiten. Ja, ehrlich. Und da gab es natürlich auch den Schlager, wie zum Beispiel von Peter Maffay. Kennt ihr, oder? Peter Maffay. Der ist ja nicht. Der Fanclub. Der ist ja nicht sehr groß und hat aber, war damals auch nicht sehr groß und hatte dann eine Freundin. Und dann hat er gesungen: Ich war 17 und sie 1,71. Peter Maffay, oh, Wahnsinn. Oder der Stimmungsschlager. Ich fand sie irgendwo, allein in Mexiko. Hab ich's nicht gesagt? Hab ich's nicht gesagt? Es ist genau das, was wir brauchen. Ja? Oder zum Beispiel auf der Straße, nach San Fernando heißt es. Ich habe immer Pellegrino gesungen. San Pellegrino, das Wasser, verstehst du? Wahnsinn. Oder du kannst nicht immer 17 sein. Hast du 70 gesungen? 70? Echt? Man kann nicht immer 70 sein, das ist mir klar. Wahnsinn. Oder nach Österreich über. Du entschuldige, ich kenn dich, bist du nicht die Kleine, die ich schon als Bub gern gehabt hab, die mit 13 schon so fett war? Der deutsche Schlager ist einfach klasse. Wirklich. Ja. Oder die Polizei. Ja, schaut euch die Polizei. Selbst für die Polizei gibt es einen Schlager. Die waren ja früher grün, also die Anzüge, und jetzt sind sie blau, ne? Er sitzt im blau-weißen Bullenbus, weil er jetzt blasen muss ins Röhrchen rein. Er sitzt im blau-weißen Bullenbus und es kostet ihm bestimmt den Führerschein. Herrlich, herrlich. In der Weihnachtszeit natürlich werden Schlager gesungen, zum Beispiel von Handwerkern. Ja? Verleg's Laminat, verleg's Laminat, verleg's Laminat, kauf dir einen Klick, dann wird's schön grad. Und fließ noch das Bad, hey, fließ mir das Bad. Fließ mir das Bad, mach schön grad, sonst kauf ich mal Laminat. Ja? Ich freue mich. Wir haben. Es gibt aber noch den König der Schlager, den dürfen wir nicht vergessen. Mein Lieblingsschlagersänger, Howard Carpendale. Howard Carpendale war also von Afrika nach München gezogen damals und hat
keinen Tisch gehabt in seiner Wohnung. Ein Jahr lang hat er keinen Tisch gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. Das hat er dann auch gesungen in seinem Lied. Ein Jahr lang war ich ohne Tisch. Mir hat's das Herz zerrissen. Ein Jahr lang ohne Tisch. Jetzt pass auf. Und dann hat er. Ich bin noch nicht fertig. Der hat dann noch das Mädchenschaben erfunden. Jetzt sag mir, was ist Mädchenschaben? Kein Mensch weiß. Hat er gesungen? Das schöne Mädchen von Seite 1. Das will ich schaben. Seite 1. Wahnsinn, echt Wahnsinn. Also, das ist richtig geil. Und noch einen Peter Alexander, unvergessen natürlich, der hat einmal Wäsche gewaschen und danach hat er gesungen. Ich zähle täglich meine Socken. Auf jeden Fall, nein, Moment, zum Schluss noch. Ich bin der Geri, ich freue mich. Merci, merci, merci für die Stunden, Geri, Geri. Hello. Zeitreise in die heile Schlagerwelt. Auf unseren Schlagergott, Geri Gerspitzer, ein dreifaches Geri. Hello. Schlager. Hello.